der Papst will das Kondomverbot auflockern. Wie finden Sie das? Ist das sinnvoll? Das gar den ein Scheiß. Da hat sich der überhaupt nicht einzumischen. Weil Kondomverbot oder denkst, Kondome ist Pflicht. Der Papst ist ein sehr harter, wie wir ja wissen. Das mit den Kondomen tut er ja auch nur zum Teil, gibt er so frei, für AIDS-Kranke und Prostituierte und so. Aber der Druck war eben von der Öffentlichkeit so groß, dass er endlich mal nachgeben musste. Wie das Kondomverbot auflockern, dass man welche benutzen darf. Das finde ich sowieso total okay, dass man die benutzen darf. Und ich finde es auch unmöglich, warum der Papst sagt, dass man das nicht sollte. Ich finde es gut, weil endlich ein bisschen zugibt, dass eine ganze Menge von Frauen vielleicht nicht unbedingt, wenn sie Sex haben, Kinder bekommen muss. Also ich finde es gut. Auf alle Fälle, Kondome benutzen. Lieber so als gar nicht. Ja, ist doch wahr.